Auf Klos darf man nicht angeln. Leute, vergesst das nicht. Angelt nicht auf Klos, sonst bekommt ihr noch eine ordentliche Strafe aufgedrückt. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bullshit News. Ja, was es mit den Klos und den Angeln auf sich hat, werdet ihr gleich noch erfahren. Zuerst habe ich aber mal eine vielleicht nicht ganz lustige, aber eine auf jeden Fall sehr, sehr interessante News für euch. Und zwar geht es mal wieder um einen Japaner. Wir haben ja schon in der letzten Folge erfahren, die Japaner sind etwas komisch drauf. Die haben ja auch Klos produziert, die in die falsche Richtung spülen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann guckt einfach mal unten in die Beschreibung, da habe ich es euch verlinkt. Ja, wie gesagt, ein japanischer Soldat geht es diesmal, der hat eiskalt das Kriegsende verpasst. Ja, er hat 30 Jahre weitergekämpft. 30 Jahre, das heißt 1945 war der Krieg zu Ende, 1975 war der Krieg für den japanischen Soldaten zu Ende. In dieser Zeit hat er mehrere Menschen getötet und wurde dann schließlich 1975 von seinem Vorgesetzten zum Aufgeben aufgefordert. Also, er hat die Meldung des Kriegsendes, worauf man sich ja als Soldat wahrscheinlich freut. Also, ich denke mal, dass man sich da freut, nicht nur als Soldat. Hat er einfach ignoriert, beziehungsweise hat sie für eine Fehlmeldung gehalten. Also kam so der Anruf, hier Digga, Kriegsende, komm zurück, meinte er so, ne. Kann ich nicht glauben, da ist eindeutig noch was im Busch. Da muss ich nochmal drauf schießen, ne? Ne, Quatsch, also das ist eine sehr, sehr ernste Geschichte. Jetzt ist er leider vor wenigen Monaten, Wochen, wie auch immer, ich weiß nicht genau, wann er jetzt gestorben ist, auf jeden Fall ist er gestorben, mit stolzen 91 Jahren, also obwohl er über, lass mich rechnen, 37, 38 Jahre wird wahrscheinlich dann im Krieg war, ist er dann mit 91 Jahren gestorben, relativ alt geworden, was nicht ungewöhnlich für die Japaner ist, aber na gut, das ist wieder ein anderes Thema. Das ist eine sehr erstaunliche Meldung. Vielleicht nicht ganz lustig, aber auf jeden Fall sehr erstaunlich. Dann kommen wir zum nächsten Ding. Zum nächsten Bild dieses Mal. Wir haben diesmal keine wirkliche Meldung, nur eine ganz, ganz kurze Meldung dazu. Dieses Bild, was ihr ab jetzt eingeblendet seht, ist ein Bild, was in Sotschi in der Winterolympiade, also da ist ja die Winterolympiade jetzt demnächst, was dort an den Klotüren hängt. Zumindest in den Unterkünften für die Sportler. Und das sagt quasi aus, wie man sich auf dem Klo nicht verhalten sollte. Erstmal die vier Bilder, ich gehe jetzt von links unten nach rechts, von links oben nach rechts unten durch. Links oben verstehe ich noch. Also man soll vielleicht jetzt nicht aus dieser Stellung ins Klo kotzen, aus welchem Grund auch immer, sich nicht aufs Klo lehnen, was weiß ich. Das wird schon seine Gründe haben, also die ist noch akzeptabel. Rechts daneben sieht man dann einen Mann, der auf dem Klo sitzt, beziehungsweise auf dem Klo hockt und dann sein Geschäft erledigt. Leute, also wer so aufs Klo geht, missachtet nicht nur diese Regel, der ist auch irgendwie ein bisschen gestört. Also, keine Ahnung, was das jetzt genau bedeuten soll, wie wer auf die Idee kommen sollte, überhaupt so aufs Klo zu gehen. Fragt mich nicht. So, dann links unten, das nächste Bild. Das ist das, wo ich mir nur so gedacht habe, what the fuck, was zum... Hä? Wer ist so bescheuert? Also wer das rechts oben macht, ne? Der ist ja schon bescheuert und wer links unten im Klo auch noch angelt, der hat ja totalen Knall weg, ey. Also im Klo darf man anscheinend nicht angeln. So, das Bild rechts unten verstehe ich nicht wirklich. Keine Ahnung, was er da genau in der Hand hat. Das ist irgendwie so eine Art Fisch, Flatsche, Fisch, weiß es nicht. Wahrscheinlich hat das irgendwas mit dem Angeln zusammenzuhängen. Also da darf man anscheinend auch keine Fische ins Klo schmeißen oder so. Ich verstehe das nicht wirklich, was das jetzt so sein soll. Also, falls ihr das versteht, was das genau bedeuten soll, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Ja, also, absurdes Schild. Ich habe auf jeden Fall mir nur so gedacht, wieso ist jemand so bescheuert und macht diese Dinge, die da abgebildet sind. Links oben verstehe ich noch, Rest. Oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Na gut, das Ganze findet ihr in shortnews.de. Das ist die Newsseite, von der ich noch nicht so viel gehört habe, aber ich vertraue jetzt einfach mal, weil das einfach so ein Bild ist. Das wird schon stimmen. Links unten natürlich unten in der Beschreibung. Dann kommen wir zum letzten Thema. Stuss mit lustig. Heißt nicht die Überschrift, sondern heißt die ganze Kategorie, die man in der Süddeutschen Zeitung findet. Also dieses Mal wirklich ein seriöses Blatt. Es geht darum, dass ein junger Mann eine Tankstelle im Kreis Burglenfeld
Borglengenfeld. What the fuck? Keine Ahnung, wo das liegen soll. Auf jeden Fall wollte er diese Tankstelle ausrauben. Der Mann war 20 Jahre alt, wollte das mitten in der Nacht tun, zum Freitag anscheinend. Und er hat einen Baseballschläger dabei gehabt und wollte damit die Tankstelle überfallen. Erstmal nichts Lustiges, das ist eine Sache, die nun mal so passiert. Und das Absurde ist jetzt aber, als der Kassierer das Geld rausrücken wollte, hat der junge Mann auf einmal seinen Schwanz eingezogen. Ja, der wollte einfach nicht mehr. Der wollte das Geld nicht mehr haben, hat dann gesagt, nee, Digga, lass mal drin, ich kaufe mir doch nur eine Schachtel Zigaretten. Dann hat er diese Schachtel Zigaretten auch noch mit seinem Geld ordnungsgemäß bezahlt und das war's. Nee, Quatsch. Danach kam natürlich die Polizei und hat festgestellt, dass der Mann betrunken war, was ja offensichtlich ist, denn wer... Naja. Oder er hat einfach viel zu viel Schuss gehabt jetzt hier. Leute, das... Oh Gott. Also ich gehe ganz sicher nicht in der Tankstelle ein mit dem Ziel, die auszurauben, um dann mir doch nur eine Schachtel Zigaretten zu kaufen. Boah, Alter. Keine Ahnung, was in dem seinem Kopf vorgegangen ist. Wenn, dann zieht man das dann auch durch. Nicht, dass ich das machen würde, ne? So ist es jetzt nicht, aber... Naja, ihr wisst, was ich meine, ne? Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche von diesen drei Newsmeldungen, Bullshit-Newsmeldungen ihr am lustigen fandet. Also ich fand jetzt, ich persönlich fand eigentlich die mit der Tankstelle jetzt eigentlich am besten. Klar, die mit dem Soldaten war halt etwas empörenderes. Dann die mit den Olympischen Spielen, na klar, das ist auch toll. Das Bild ist auf jeden Fall auch lustig. Aber natürlich die mit der Tankstelle einfach legendär. Einfach nur geil. Na gut, ich verabschiede mich von euch. Wir hören uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Zugfan.